Manfrotto stellt auf der IBC ein neues Stativ vor. Es ist offenkundig kein Mikrofonstativ, aber es ist ein sehr robustes Stativ. Und wir machen jetzt hier den Praxistest. Hält. Und alles Weitere erklärt uns Tobias Rumschöttl. Tobias, warum wurde es Zeit für einen Nachfolger? Das alte 535 ist ja ein sehr beliebtes Stativ gewesen, aber man kann natürlich immer was verbessern. Und wir wollten besonders an ein paar generellen Verbesserungen arbeiten. Was aber auch ein Trend ist, ist, dass die Arbeitsweise einfach immer schneller wird. Das heißt, man muss das Stativ schneller aufbauen können. Und da haben wir eine ziemlich gute Lösung gefunden, wie ich finde. Okay. Und wie macht ihr das? Wir haben den Beinverschlussvorgang auf ein Schließvorgang pro Stativschenkel reduziert. Vorher musste man ja zwei Klemmen zumachen, ja, und jetzt reicht eine schnelle Bewegung und das Bein ist offen oder fest. Magst du es uns mal zeigen? Ich zeig's euch mal gerne. Wir haben ja hier das aufgestellte Stativ, aber ich habe auch ein zusammengeklapptes, okay, und das kann ich euch jetzt mal relativ zügig aufbauen. Dann los! Mach ich! Oh, jetzt steht's. Ja. Und also Unterschied zu dem bisherigen eben, ich sehe, es ist jetzt schlank und das Ganze ist durch eine Drehbewegung, fixierst du das? Genau, man braucht nur eine knappe Viertelumdrehung drehen, dann ist es bombenfest. Also das ist wirklich nur knack, knack, auf und zu. Und dadurch sparen wir uns halt die Schenkel und die Schraubverbindung ist auch insgesamt, was die Torsionssteifigkeit vom Stativ angeht, nochmal stabiler als die frühere Beinverschlussverbindung. Und ihr habt ja hier keine Spinne, sondern man hat hier im Prinzip gibt es diese Rasteinheiten, ne? Die kann man hier entsprechend reinklemmen und dann rastet es jeweils auf der entsprechenden Stufe ein. Ihr habt aber trotzdem, sehe ich, so Montagepositionen. Was hat es denn damit auf sich? Ja, es gibt ja mehrere Arbeitsweisen. Jeder möchte was anderes machen. Vielleicht möchte auch einer in unterschiedlichen Situationen unterschiedliche auf unterschiedliche Weisen arbeiten. Ja. Die ganz schnelle Version ist natürlich ohne Spinne zu arbeiten. Dafür ist das Stativ auch verdrehsteif genug grundsätzlich. Ja. Dann kann ich eben oben mittels der Beinwinkelselektoren einfach den Kippwinkel der Beine begrenzen. Ja. Oder, da muss ich jetzt nochmal schnell abtauchen, ich kann mittels dieser Universalspinne, ja, der optionalen, sowohl hier eine Mittelspinne verwenden, als auch dieselbe Spinne als Bodenspinne verwenden. Okay, die gleiche Spinne für Mitte und Boden. Genau, die kann man umbauen auf Mittelspinne und Bodenspinne. Ja. Die liefert ihr aber nicht mit, sondern das ist was man sich optional zu dem Stativkit dazu kaufen kann. Genau, weil ja es Leute gibt, die mögen überhaupt nur ohne Spinne arbeiten. Das ist in manchen Nachrichtenberichterstattungswesen ist es relativ, weil es halt sehr schnell gehen muss, ja, und dann brauche ich ja die Spinne nicht. Und dann möchte ich sie auch nicht kaufen müssen. Ja, also bei dem Vorgänger-Kit war das ja eigentlich der Regelfall, weil da ging es ja gar nicht, eine Spinne zu montieren, aber das ist vielleicht ein Gegenkommen all denen, die sagen, ja, das schaut mir irgendwie zu wackelig aus, habe ich doch lieber eine Spinne und dann am Ende braucht man sie dann doch nicht. Ja, das macht das ganze Stativ eben nochmal eine Stufe professioneller. Mhm. Dazu gehört übrigens auch, dass die 535-Version, dadurch, dass die genetisch von einem Fotostativ abstammt, ursprünglich mal Fotostativbeine hat, ja, und wir jetzt richtige Videostativbeine mit Spikes und großer Standfläche haben, die das deutlich stabiler und drehsteifer auch machen. Damit ist dann auch der gleiche Dolly zu verwenden, wie jetzt eben bisher bei den anderen Videostativen, ne? Genauso ist es. Das war bisher auch immer ein Problem. Man konnte nicht richtig mit Dolly verwenden und jetzt kann man genau alle Standard-Dollys verwenden. Ja, das ist sehr praktisch. Und die Kombination ist deshalb so interessant aus dem Kopf, den haben wir ja separat schon mal vorgestellt, und dem Stativ, weil es beides sehr leicht ist. Genau, also zusammen wiegt es mit dem Kopf, der ja immerhin 8 Kilo Traglast hat, nur 5,5 Kilo circa, ja, und ist dadurch sehr leicht für das, was es auch kann. Ja, aber man kann es ja auch doch auf eine ganz vernünftige Höhe auch bringen. Jetzt tauchst du ab. Auf welche Höhe kann man es denn bringen? Man kann es auf 177 cm bringen. Das ist dann Platte, wo die Kamera draufkommt. Ja. Das sollte für die allermeisten Situationen reichen.
Ja, es gibt ja sonst noch für die, die ganz hoch hinaus wollen, gibt es immer noch den erweiterten Vorgänger sozusagen. Das ist dieses 536-Stativ, das ja deutlich höher ist, nämlich da sind wir wo? 2,18 Meter geht es auf. Also da kann man auch über Publikum filmen, zum Beispiel dergleichen. Gut, das wird sicherlich nur für wenige interessant sein. Das ist ja ein sehr universelles Stativ. Wir haben den Vorgänger haben wir sehr breit empfohlen, eigentlich für jeden Einsatzbereich. Ich habe selber auch viel damit gearbeitet. Wir waren auch viel auf Messen damit unterwegs, wo es ja auch schön ist, wenn es ein bisschen leichter ist. Und was vielleicht ganz gut wäre, wenn wir nochmal kurz Bezug darauf nehmen, der Kopf hat ja so eine Besonderheit. Warum ist denn dieser Kopf, der jetzt ja überarbeitet wurde in der neuen Fassung als 608er-Kopf, warum ist der denn besonders gut? Was kann der denn, was andere Videoköpfe nicht können? Also die Nitrotec-Technologie überhaupt, auch bei der ersten Version schon, da war ja die Besonderheit, dass wir uns eben der Counterbalance speziell angenommen haben, die mit normaler Feder oft nicht stimmt. Dann, wenn man den Handlebar loslässt, bewegt sich die Kamera trotzdem noch. Und wir haben eben versucht, diese Lastfälle, die beim Tilten von einem Setup vorkommen, so nachzubilden, dass man jetzt, ich mache das vielleicht nebenbei mal, die Kamera einfach bewegen kann und loslassen und die bleibt einfach stehen. Ja? Und zwar überall und das soll sie ja auch. Also ich habe in meinem Leben schon viele Veranstaltungen gefilmt, da ist es ja wirklich so, wenn man da 2 Stunden steht und man hat entweder die Wahl, kein Gegengewicht zu nehmen und dann fällt einem die Kamera vorn rüber oder man drückt dann, wenn man in eine bestimmte Position zoomt und schwenkt, muss man ständig gegen das Gegengewicht dagegen halten oder stellt die Kamera dann fest, dann wackelt es kurz, also es ist eigentlich eine ziemlich unglückliche Situation und hiermit, deshalb finde ich das so klasse, hiermit wird es eben so ausgeglichen, dass die Kamera mehr Gegengewicht kriegt, wenn sie so ins Kippen kommt, ja? Und wenn sie in der Mitte ist, eben nicht. Und dadurch kann ich im Prinzip mit dem kleinen Finger die Position verändern. Und deshalb mag ich persönlich das so gerne und deshalb empfehle ich es auch sehr gerne. Und ich denke, du wirst allgemein auch viele positive Reaktionen auf diesen Kopf und diese Technologie bekommen haben, oder? Ja, sehr. Also der ist mittlerweile wirklich etabliert, auch weltweit, weil er sich einfach bedienen lässt, fast wie ein Fernsehstudio. Kopf. Ja. Die bremsen ja auch nicht jedes Mal, wenn sie auf irgendeine Person beispielsweise schwenken, dann machen die ja nicht die Bremse zu, weil es auch immer wackelt. Ja. Und ich kann eben dadurch, dass die Kraft so konsistent ist, ich habe also, wie du gesagt hast, so nett mit dem kleinen Finger den Kopf bewegen, habe ich eben auch nie, wo ich gegen eine Feder drücken muss und wo man das dann gerade vielleicht bei einer längeren Brennweite umso deutlicher sieht, dass sich irgendwie die Geschwindigkeit dann doch kurz mal verändert, ja, vom Schwenk. Wir haben das schon mal erwähnt, aber ich sage es jetzt zum Schluss raus vielleicht nochmal. Das Stativ ist ja auch insofern modular. Wir haben hier diese Rosette, wo wir zum Beispiel Magic Arm sehr schön montieren können. Wir können hier eine Steuerung montieren, entweder drauf montieren oder den ganzen Arm austauschen, sodass man eine Lang-Remote zum Beispiel dort montiert, um die Kamera kontrollieren zu können. Das ist auch für mich so ein typisches Thema bei einer Veranstaltung, die ich filme. Ich will nicht irgendwo auf die Kamera langen und zoomen, sondern ich habe das natürlich an dem einen Hebel. Wenn ich schwenke, zoome ich gleichzeitig, so wie man das ja im professionellen Bereich immer macht, aber das geht eben hier auch und es ist eine Wohltat, wenn ich länger eine Aufnahme mache, wenn ich das ja im Prinzip ohne mich zu verrenken, ich stehe ganz normal da und kann es auch hier mit wenigen Handbewegungen gut lösen. Deshalb, wie gesagt, für mich eine ganz klare Präferenz. Das Ganze ist ein Kit, mit dabei ist glaube ich noch eine Transporttasche und wo sind wir preislich bei der ganzen Angelegenheit? Da sind wir bei 1249 €, inklusive Mehrwertsteuer. Da ist dann der Kopf, das Stativ und eine Tasche dabei. Das Stativ umfasst selber noch einen Trageriemen, der verschiebbar ist je nach Schwerpunkt, sodass man das selbst mit montiertem Kopf auch problemlos mit einer Hand dann tragen kann. Ja, sieht sehr nett aus und ist eigentlich so auch wirklich eine echte Premiere, weil das hat, glaube ich, kein anderer Hersteller und es ist wahnsinnig praktisch. Also es hat mich jetzt schon beeindruckt, wie du da schupp, zack, steht das Stativ. Das aufgebaut hast. Insofern, wir freuen uns drauf. Wann wird es verfügbar sein? Das Stativ mit dem Kit circa Ende November. Genau. Das einzelne Stativ, falls das auch Interesse weckt, im Januar 2020 dann. Ja, freuen wir uns drauf. Dann vielen Dank und weiterhin eine schöne IBC. Danke gleichfalls und danke fürs Einschalten.